Der Illumination Complex. Ja, let's go. Ich wäre dafür, dass wir uns direkt hier ein Secret holen. Zack. LZ was here. Ist das LZ? Oh. LZ sieht sehr L-tot aus. ich meine, dass LZ, der Online-Name von einem der Entwickler ist. Bam! Nice. Schöner Overkill. Und das war ein schöner Overkill. Hier haben wir übrigens insgesamt 8 Secrets. Ob ich die nochmal alle auf Anhieb finde, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das werde ich wohl rausfinden müssen. Uiuiui. Okay. Oh, was? Der hat... Okay. So, jetzt. Ah, der hat gerade den Planeten zurückgeworfen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das ist ganz schön badass, wenn man mal bedenkt. Ich meine, ist schon an sich relativ badass, einfach so den Planeten auf jemanden zu ballern, aber den halt einfach mit einem Schild zurückzuwerfen, ist schon ziemlich krass. Zack, kein Problem. Holen wir uns hier auf jeden Fall ein bisschen Leben. Water Release Number One. Ah ja, ich glaube, hier muss man den Wasserspiegel steigen lassen, genau. Zack. Mann, wie gemein, sie stellen sich einfach in den Weg. Weil sie ganz genau wissen, dass so der Overkill einfach nicht passieren kann. Also ich glaube nicht, dass sie es ganz genau wissen, sie sind einfach nur sehr gemein. Gut, andererseits denke ich mal, dass die alle absichtlich so programmiert worden sind, sich immer schön in den Weg zu stellen. Hauptsache, es wird einem nicht zu einfach gemacht. Oh! So kann es aber auch hin und wieder mal laufen. Zum Glück haben die Friendly Fire aktiviert. Im Gegnerteam, sozusagen. Aua. Aua. Kann der mal verrecken? Na, danke schön. Jetzt habe ich ganz schön viel grünes Mana verballert, aber passt schon. Blaues Mana liegt hier viel, dann wird das jetzt auch wieder verwendet, habe ich gehört. Water Release Number 2. So. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal blaues Mana. Das kann man sich auf jeden Fall mal merken. Dann schauen wir mal. Oh. Okay, dann kommt mal hierher zu mir oder so ähnlich und lasst euch bitte alle overkillen. Das ist schon mal ganz okay. Oh ja. Das hat genau auf die Art und Weise reingehauen, wie es reinhauen muss. Kann man sich hier nochmal ein bisschen Mana-Stack holen. Das läuft hier bis jetzt alles ziemlich schön rund. So, jetzt haben wir da einen etwas größeren Kollegen. Jetzt will ich aber erstmal die Fliegenden hier wegmachen. Perfekt. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Hier kann man doch perfekt noch ein paar Planeten auf den ballern. Und dann wird der auch
problemlos down gehen. Relativ problemlos down gehen. Ich meine, er hat sich Zeit gelassen, aber so ist das nun mal. Heretic's Fate. Na, 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 wer will? Wer ist frech? Oh, du. Perfekt. Dann zack, holen wir uns hier noch grünes Mana. Na, hier ist auch irgendwo noch eine Treppe, wo ein Secret ist. Ich weiß noch nicht mehr welches. Könnte die ja sein. Yes. Etwas lilanes Mana für mich. Ui. Boah, er hat ihn tatsächlich zurückgeworfen. Shit. Not bad. Not bad. Zack, hier haben wir auch noch ein Secret. Und wieder schön viel grünes Mana. Wie widerstandsfähig sie einfach sind, das ist halt echt krass. Zack. Hier haben wir auch glücklicherweise wieder grünes Mana generell. Heißt, Seelenmodus benutzen hat sich gelohnt und geht auch nicht zu sehr in die Ressourcen. Weil hier haben wir ja das hier. Und das. Da oben ist auch nochmal Mana. Hier unten ist auch nochmal Mana. Im Großen und Ganzen hat sich das einfach nur gelohnt. Okay. Hier könnte man theoretisch schon rüber. Da ist nämlich ein Secret. Mit einem Planet Jump. Aber da kommt man später auch mit einem Sprung hin. Okay, aber einer ist da noch unten, oder? Au. Ja, krass. Jetzt hat er mich mit einem Planeten getroffen und mich hat's runtergehauen. Watch your steps. Ja, gut. Dann watche ich mal meine Steps. Oh, sollte ich vielleicht echt machen, dann würde ich weniger runterfallen und mehr da oben auf der Treppe bleiben. So, holen wir uns auf jeden Fall hier mal kurz das blaue Mana. Und dann hier natürlich auch noch etwas Grünes. Oh. Zack. Okay, dann laufen wir mal. An sich hier jetzt kein Problem und läuft hier einfach entlang. Kann man hier mal ein Save machen und dann hopp. Zack. Secret Area found. Kommt man hier wieder zurück. So, jetzt hat mir hier auch noch das Flying Power Up. Welches man auch, ich sag mal, benutzen kann für ein anderes Secret. Aber wir holen uns jetzt auf jeden Fall das hier erstmal. Da kommt man auch normal hin, indem man da hinläuft. Und das andere Secret kriegt man auch ohne das Flying Power Up. Das ist halt noch ein bisschen weiter weg. Und sich kein Problem, diese Falle, weil man einfach hier entlang laufen kann. Sehr schön.
Ganz genau, ich finde es auch echt urkomisch, die alle umzubringen. Deswegen mache ich es auch immer und immer wieder. Ich gebe mir gerne selber Gründe zum Lachen. Hui, daneben gesprungen. Shit. Zack. Na also. Erstmal ein paar Mal daneben schießen und dann treffen. Ja. So wie geplant. Ganz genau wie geplant. Zack. Und da ist der Tod. Wir haben übrigens schon 7 von 8 dieser Secrets. Oh. Und auch gut aufgeräumt haben wir bereits. Und tschüss. Okay, perfekt. Und klick. Au. Oh. Die Projektile gehen ja durch andere Gegner durch. Tja. Trotzdem kein Problem, der Kerl. Oder die Kerle. Ah ja, kurzen Prozess. Da mache ich ganz kurz einen Prozess mit den. Jetzt gehe ich ganz kurz hoch und hole mir nochmal grünes Mana, weil warum sollte ich es da liegen lassen? Geht ja schnell, wir sind ja hier sehr fix unterwegs. Und zack, zack, zack. Und zack. Blaues Mana ist voll. Dann können wir jetzt hier durch die Tür mit dem goldenen Schlüssel. Schöner Overkill. Hey. Na also. Au, 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 au. So. Okay. Dann weiter im Text. Das Gute an den Springgegnern ist, sie finden einen immer. Heißt, muss eigentlich fast nur warten, bis sie zu einem kommen. Okay, holen wir uns hier das Leben da oben. Ui. Er hat den Overkill abgebrochen. Ja, holy shit, diese Typen mit den Schildern, ey. Sind echt nicht ohne. Ey, kannst du mal bitte stehen bleiben, danke.
Flood Control. Perfekt. Klick, klick. Oh. Da werden wir den Silver Key brauchen. Den haben wir noch nicht. Holen uns auf jeden Fall kurz mal Mana und Leben. So gefällt mir das. Ein schöner Overkill. Na, da kann ich nicht durchschießen, glaube ich, ne. Okay. Perfekt. Sehr schön. Jetzt habe ich gut Schaden gefressen. Tatsächlich, aber nicht ganz so schlimm. Weil hier haben wir das letzte Secret. Zack. Ah, so einfach kommen wir mit dem Sprung nicht hin. Ich glaube, von hier aus ist besser. Yes. Und den Schlüssel haben wir hier auch. Und jetzt geht's uns wieder ziemlich prächtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Mit schönen 200 Leben können wir jetzt zum Schalter marschieren und klick, der Wasserspiegel steigt. Und zack. Kein Problem. Ich glaube, Mana haben wir hier keines mehr. Wer will, kann hier dann auch backtracken. Zack, zack, zack. Celestial Claw anscheinend auch wieder voll. Und hier noch ein letzter Kampf. Ja, mein Aim ist gerade sehr gut. Wenigstens hat es jetzt geklappt. Okay, let's go. Ja, leider nicht alle Kills dafür, aber alle Secrets. Das ist ja das, ich würde schon mal sagen, Wichtigste. Und dann schon das zweite Level der vierten Episode bewältigt. Dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.